Und es wartet der fiese, große, böse Boss auf uns. Es wird ein epischer Kampf biblischen Ausmaßes, also wird es totaler Unsinn. Ja. Cooler Auftritt, Link. Echt mal. Du stehst ziemlich lange rum. Hallo, King Dodongo. Du schwabbelst ganz schön. Was sagt denn da wieder zu? Wirft ihm Vielfraß Explosives und verteilt. Ah, wie weit zieht er? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das gerade so mache, wie sie sich das. Naja, er rollt noch einen weiter. Ja, der Staubsauger braucht eine halbe Stunde zum Aufladen. Ein teuflischer Plan ging auf. Ich kann ihm einfach ausweichen. Muss ich ihm auf den Kopf hauen oder was? Das ist ja mal traurig. Ich muss ihm voll auf den Schädel hauen. Eigentlich ist doch die Schwachstelle von den Viechern immer hinten. Nein, die Bombe ist mal weg. Oh. Ich mache Unfug, habe ich aber auch schon angekündigt, dass das Bössli sich wahrscheinlich nicht ganz ernst genommen wird. Ey. Du Tarottel. Die falsche Richtung. Der Boss läuft vor mir weg. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so konzipiert. Ja, man hätte das jetzt noch ausweiten können und. Ui, wir machen das mit Einzelhits und. Aber komm, ich habe nicht einmal geblockt, ich wurde viermal getroffen. Das sehen alle ein, dass das auch nur Verzögerung wäre sonst. Ich habe ja nicht mal ein Schild ausgerüstet. Nicht wahr? Herzcontainer, Donnerblume.
Tja, da hat jemand das Schild rausgerissen. Mr. Grinsebacke. Ich bin es! Und du hast deine Prüfung bestanden, voll umgekloppt. Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Welch aufregendes Abenteuer, es liefert Stoff für eine Legende. Und damit ist das Spiel zu Ende. Danke fürs Zuschauen. Nein. Dass die Dodongos, die wir für ausgestorben hielten, so groß als alle zurückkehrten. Und der Fels, der den Eingang versperrte. Für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Er sprach, gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Ja, ich mag dich auch. Was hältst du davon, wenn wir Blutsbrüder werden? Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Sehr gut. Ich glaube, wir haben den Goronen-Opal. Der Goronen-Opal. Von den Goronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben. Große Ehre, Blutsbruderschaft mit einem Goronen zu schließen. Du besitzt nun 2 von 3 heiligen Steinen. Bruder, du sollst stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Freunde, lasst uns unseren Bruder verabschieden. Meine Hochachtung. Lass mich dich in die Arme schließen. Ja, auf zur Fee. Wobei ich ausprobieren muss, was passiert, wenn ich der anderen Fee zuerst begegne. Nee, das ist Abgrund. Ja, ein bisschen Schaden. Okay. Aha, da kommen wir noch gar nicht rein. Blöde Käfer. Wer braucht schon ein Schild? Ja. Also die Fee auf dem Berg ist offiziell die erste Fee, die wir besuchen sollen. Deswegen werden wir da so mit der Nase drauf gestoßen und sogar schon richtig hingestellt. Ich möchte aber mal wissen, was passiert, wenn man die nicht erste Fee zuerst besucht. Ich weiß nämlich, dass wir bei der Fee von Zeldas Schloss einen Zauber bekommen. Und ja, ich möchte gerne wissen, was passiert, wenn wir Zauber benutzen oder einen Zauber bekommen, ohne Magie zu haben. Und die Eule dürfte gleich wieder da sein. Nein! Ha! Fette Eule hat versagt. Sehr gut. Okay, wir rennen gegen die Zeit.
geschafft. Aber wir kommen nicht mehr aus dem Schloss raus. In time. Quasi. Weil es war schon bedenklich knapp. Du hast sie verkauft. Fantastisch. Zahl mir meine 10 Rubine. Zahlung erhalten. Raiden. Welche Maske möchtest du ausleihen? Trage sie mit C. Nein, tue ich nicht. Aber die Schädelmaske sollte jetzt für die Dekus auch ausreichend schrecklich sein. Ach ja, nur falls es euch interessiert. Ich werde gleich nochmal Bogen schießen. Und also so mein Plan für offline sein. Für offline machen ist Bogenschießen. Dekus testen. Ja, starte ich dann natürlich immer die Aufnahme und sag vielleicht sogar noch was dazu. Und ja. Painquelle. Navi sagt nichts dazu. Ach ja, die Fee. Das müsst ihr euch natürlich auch nicht nochmal mit antun, wie ich den ganzen Berg hochlaufe, um dann den ganzen Berg wieder runterzulaufen. Hi, Fee. Ah, das passiert also. Nichts. Gut. Dann hatte ich das schon mal getestet, aber wieder vergessen, weil nichts. Nicht so viel. Na komm, pack mich. Danke. So geht's doch viel schneller. Ich hatte eigentlich gehofft, er wirft mich weiter am Eingang raus. Der faule, faule. Oder nicht? Dann mach ich halt hier die Steine. Bomben! Gut. Also mir gefällt die Idee persönlich sehr gut, einen Schatzjagd-Guide zu machen. Würde mich trotzdem interessieren, was andere davon halten. Genau. Song of Storms in klein. Gut. In dem Sinne, wir haben Bomben. Wir haben Masken. Und ja. Ich probiere jetzt hier nochmal das Bogenschießen. Ach ja, genau, das Fass drehen bei Goronia oben muss ich ja auch noch machen. Ja, komm, ich schmeiß runter.
war knapp. Ja, ich brauche offensichtlich noch etwas Übung. Willst du noch einmal spielen? Ja. Aber nicht, weil ich Übung brauche, sondern weil ich wissen will, was passiert, wenn ich zum zweiten Mal voll abtreibe. Krieg ich dann 10 Rubine oder nochmal eine Beutelerweiterung oder. Es wird immer schlechter, oder? Nee, wir haben jetzt einen mehr als letztes Mal. Was schmeiß rüber. Bitte beide Seiten. Nein. Jetzt kommen sie von rechts. Sehr gut. Bin begeistert. Hier, nimm das an dich. Schade, 50 Rubine. Also nicht. Ja. Gut. Da wir dann soweit sind, würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.